Ja, hallo zusammen. Ich begrüße euch mal wieder zu einer neuen Folge von OpenTX Weekly. Und heute möchte ich euch ja nochmal ein Widget zeigen, was es schon längere Zeit gibt, was ich aber irgendwie vergessen habe, bis mich heute doch jemand wieder drauf gestoßen hat, weil er danach gefragt hat, ob es so etwas gibt. Und zwar betrifft es die logischen Schalter in der Fernsteuerung. Das kann man jetzt hier nicht so gut visualisieren. Ich werde auch gleich nochmal an den Simulator rüber wechseln, der jetzt gerade hier im Hintergrund schon piepst. Das muss ich mal abstellen. Und zwar folgendes. Wir haben hier einfach ein Buttonfeld, in dem Fall von 16 Button. Und da kann ich also bestimmte Funktionen ein- und ausschalten. Und jetzt ist natürlich die Frage, was passiert dabei? Ja, das ist ganz einfach. Diese Buttons, die schalten dann logische Schalter in der Fernsteuerung und mit logischen Schaltern, da habe ich ja auch schon einige Folgen dazu gemacht, kann man ja so alles Mögliche veranstalten. Unter anderem, das soll jetzt nicht unbedingt Thema der Sache sein, kann man aber damit auch hier beispielsweise von den digitalen Schaltmodulen Schaltfunktionen auslösen. Nur mal als Beispiel, ich habe jetzt hier den logischen Schalter 20, also LS20, habe ich hier die ersten Funktionen zugeordnet. Das ist jetzt ausgeschaltet. Jetzt gucken wir mal. Also ich habe jetzt hier sonst keinen logischen Schalter konfiguriert. Jetzt nehmen wir das andere Widget und schalten den mal. Die mache ich jetzt einfach mal aus, die stören. Der logische Schalter 20 ist der erste hier oben links in der Ecke. Den schalte ich mal ein. Und dann können wir das auch hier beobachten. Da sieht man jetzt tatsächlich, da ist was passiert. Also die Funktion ist eingeschaltet. Natürlich kann man sie nach wie vor auch hiermit schalten. Das geht natürlich auch. Okay, ja, das dazu. Den Rest, wie das funktioniert, zeige ich euch besser am Simulator, weil hier kann ich euch die das Ein- und Ausschalten der logischen Schalter zwar zeigen, dazu muss ich dann hier in die Modellkonfiguration gehen und hier zum Beispiel zu den logischen Schaltern wechseln. Wir hatten eben den logischen Schalter 20 eingeschaltet, deswegen ist er jetzt hier gelb, was man jetzt kaum sieht. So sieht man es ein bisschen besser. Ich hoffe, den Rest hat man gesehen, da habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet. Ja, das sieht man. Genau, das zeige ich euch gleich am Simulator, wie das dort funktioniert. Gut, dann kleine Umbaupause. So, das reicht schon. So, nur das Mikro noch mal eben mitnehmen. Dann bringen wir mal dieses Fenster hier in den Vordergrund. Das ist jetzt der Simulator. Und ich mache noch mal diese Funktionsseite auf, so eben wie beim Sender. Da haben wir das gleiche Bild. Und ja, ihr achtet mal bitte hier auf die. Zeichnen kann ich jetzt nicht. Ah, das habe ich wieder jetzt nicht bedacht. Ihr achtet mal bitte hier oben rechts auf die logischen Schalter. Also beispielsweise, wenn ich jetzt hier den betätige, dann seht ihr, dass die logischen Schalter dort entsprechend angehen. So, jetzt haben wir alle 16 von 20 bis 35 haben wir jetzt eingeschaltet. Ja, mit diesen logischen Schaltern kann man, wie gesagt, alles Mögliche machen. Unter anderem kann man eben dann eine Koppelung zu dem normalen Schaltwidgets für die digitalen Schaltmodule herstellen, indem man bei dem dieselben logischen Schalter dann entsprechend einträgt. Hier zum Beispiel sieht man das mit LS 20 bis, ja, ich habe jetzt nicht alle, hier sind, wir haben ja nur 8 Zeilen zur Verfügung, ich habe nicht alle jetzt hier eingetragen. Ja, das mal so zur grundsätzlichen Funktionsweise. Konfiguriert wird das Ganze wie immer über Konfigurationsdateien auf dem Sender. Das zeige ich auch mal kurz.
Das wäre eine Konfigurationsdatei für diese Buttons, für die logischen Schalter. Wo ist das verborgen? Wenn man sich die Struktur der SD-Karte dann mal anschaut, da haben wir dann hier das Verzeichnis, wo alle Skripte von mir drin enthalten sind. Da müsste ich das natürlich mal jetzt auch hier als Fenster nach vorne bringen. So. Ja, oder ich mache es mal anders. Ich klappe das mal hier so auf. Und dann gibt es hier unter Models die Konfigurationsdateien für die einzelnen Modelle. Und da gucken wir uns gleich diese Datei most.lua nochmal an. Und es gibt hier noch ein weiteres Verzeichnis, das nennt sich lsbutton oder lsbut. Man muss das ja mal abkürzen, weil nur 6 Buchstaben für Dateinamen möglich sind. Und dann haben wir hier zumindest auf der Benutzeroberfläche und dann haben wir hier auch nochmal ein most.lua. Und das gilt dann für die Buttons auf der Schaltoberfläche. Und den Inhalt dieser Datei seht ihr hier, das ist fast selbsterklärend. Man kann hier dann auch einen Namen vergeben. Das ist dies hier oben. Dann ein Layout. 4x4 habe ich jetzt genommen. Da geht alles andere auch. 2x2, 2x3, 3x2, 3x3, 3x4, 4x3 und 4x4. 5x5 wird ein bisschen eng. Geht natürlich auch. Es kommt dann darauf an, wie schmal eure Finger sind. Und dann stehen hier einfach nur die einzelnen Buttons aufgelistet. Die bekommen einen Namen und einen logischen Schalter zugeordnet. Da steht einfach nur die Nummer des logischen Schalters. Fertig ist die Kiste. Ihr müsst die logischen Schalter auch gar nicht selber einrichten. Das wird alles automatisch gemacht in der Fernsteuerung. Genau. Und wenn ihr dieses Widget dann ladet, dann sind alle logischen Schalter dann auch vorhanden. Gucken wir uns das gerade nochmal an. Dazu muss ich mir selber das Fenster mal eben wieder nach oben bringen. So, genau. Wir gucken mal in die Modellkonfiguration hinein. Dazu muss ich das Widget natürlich erstmal hier beenden. Modellkonfiguration. Wir gehen in den logischen Schalter. Das habe ich euch eben an der Fernsteuerung schon gezeigt, aber hier im Simulator ist es natürlich genauso. Hier haben wir jetzt die logischen Schalter. Die sind ja dann alle konfiguriert, damit das so funktioniert als SR-Flipflop. Ohne weitere Eigenschaften. Ja, wenn ihr an dieser Stelle schon logische Schalter habt, dann macht das nichts. Die werden auch nicht überschrieben. Eure bleiben erhalten. Nur die dieses Skript ganz gerne dann hätte, die können dann halt nicht eingerichtet werden. Das ist eine Kollision, aber die wird eben so gelöst, dass das, was schon da war, nicht gelöscht wird. Gut, dann sehen wir hier diese ganzen logischen Schalter und die könnt ihr natürlich verwenden für was auch immer. Ihr könnt sie natürlich auch verwenden im Zusammenhang mit dem Widget für die Multischaltmodule. Und auch dazu gehören ja Konfigurationsdateien. Einige von euch kennen das schon. Das schauen wir uns auch nochmal an. Wo ist mein Editor? Hier ist mein Editor. Und dann hole ich die Konfigurationsdatei davon auch nochmal eben hervor. Schaffen wir mal ein bisschen mehr Platz. Genau, jetzt kann man es erkennen. Kann es auch noch ein bisschen größer machen. So, dann haben wir hier die Konfiguration der Schalter für die Schaltmodule. Und das einzig Wichtige, was man jetzt beachten muss, dass man hier als Schalter denselben logischen Schalter einträgt, wie wir das drüben gemacht haben, bei dem Widget für die Touch-Buttons, was ich euch gerade eben gezeigt habe. Da war ja die logischen Schalter 20 bis 35 definiert und die kann man jetzt hier auch eintragen als Schalter. Es muss ja nicht immer nur ein physischer Schalter sein bei unseren Multischaltmodulen und jetzt muss man nur
darauf achten. So ein logischer Schalter, der hat ja nur zwei Zustände, an oder aus. Die physischen Schalter, die haben aber, also es gibt ja Dreier und Zweier. Bei den Dreiern hat man dann eben drei Schaltpositionen. Normalerweise schalten wir hier mit vier verschiedenen Schaltpositionen auf dem Touchscreen. Ein Dreier-Schalter schaltet dann eben zwischen diesen dreien hin und her. Ein Zweier-Schalter schaltet dann nur zwischen diesen beiden hin und her. Und manchmal möchte man aber nicht nur das Aus und das Ein benutzen bei einem Zweier-Schalter, sondern vielleicht das Aus und das Blink 1. Und das kann man auch machen mit diesem sogenannten LS-Mode. Wenn das LS-Mode auf 1 ist, dann schalten wir immer zwischen den ersten beiden hin und her. Und wenn das LS-Mode auf 2 ist, dann schalten wir zwischen Aus und hier zum Beispiel Blink 1 hin und her. So kann man also praktisch einen Zwei-Positionen-Schalter auch benutzen für das Schalten von vier Zuständen, wie das ja bei den digitalen Schaltmodulen üblicherweise der Fall ist. Ja, das dazu, das lässt sich also gut miteinander verbinden. Jetzt muss ich nochmal kurz den Simulator nach vorne holen und dann auch mein Fenster wieder. Das ist ein bisschen kompliziert. Dann holen wir das hier nach vorne. Ja, und so sieht das dann aus. Und dann kann man also einzelne logische Schalter einfach per Touchscreen auch aktivieren. Okay, das war diese Geschichte ein schon etwas älteres Widget, was aber irgendwie in Vergessenheit geraten ist. Okay, danke fürs Zuschauen.